Geh ins Büro. Dann können wir noch den anderen Auftrag zu killen, diese Session machen. Weil dann haben wir, wie gesagt, dann haben wir... Boah, kann ich mal ruhig reden? Dann haben wir... Ah, da sind wir näher an der Ezio Collection dran, das wollte ich sagen. Lassen wir das mal so. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich hauptsächlich die Story machen. Der Rest ist mir nicht so wichtig. Aber das können wir auch beantworten. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Boah, ich hoffe, die redet nicht zu laut im Hintergrund, das nervt gerade. Also mich zumindest. Habe ich vermutlich eher weniger. Wenn er sie dann überhaupt hört. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Spur die Form zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Dann brauchen wir ja noch ewig. So, Dalle. Mal auf. Vermutlich hast du nichts falsch gemacht, die wollen dich einfach nur kaputt machen. Du bist ein toter Mann! Hier seid ihr nicht erwünscht. Entschuldigung. Geht ja schon los, bevor es richtig losgeht. Und ich springe ihm hinterher, wie so ein Vollkratter. Oh Gott. Fängt ja gut an, ich werde im Hintergrund genervt und werde ich hier die ganze Zeit genervt. Ist ja schlimm. Was ist nur falsch mit dem? Statt dass sie mich mal Ruhe töten lassen. Eine deutsche Flagge eingesammelt. Alter. Alter hier, Alter. Ich glaube, ich versuch's nochmal. Gott, nerv mich nicht. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Der Vollidiot hat mich angegriffen. Alter, das nervt. Dein Kopf ist viel schön. Ach, wisst ihr was? Ich springe einfach ins Wasser. Dann mache ich es neu. Ist mir egal. Keine Lust, den jetzt zu entkommen. Ich meine, ich kann da hier nicht mehr Ruhe aufnehmen. Dann habe ich so eine Scheiße vor mir noch. Ja, wo ist denn hier das Kackwasser? See. Komm, spring ins scheiß Wasser und lass mich in Ruhe. Geht doch. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, mit dem schnell mehrere Gegner abzuwehren. Da vibriert mein...
Ach, keine Ahnung. So, nochmal neu. Aber jetzt richtig. Und bitte in Ruhe. Bla bla bla. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass wer im Hintergrund redet, aber... teilweise voll laut. Ich weiß nicht, ob der das hört, aber ich schon. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Sagt jemand etwas? Ach Mann. Ich will doch nur in Ruhe aufnehmen können. Man kann nicht mal hier gehen, ohne dass sie mich in Ruhe lassen. Ich meine, ich tue doch niemandem was. Noch nicht. Gut, können wir jetzt weitermachen. Wo ist der denn? Da. Na, ja, der sieht aus wie ein Deutscher. Ich weiß, das war nicht ernst gemeint. Obwohl, doch, eigentlich schon. Er sieht ja aus wie ein Deutscher. Ist ja so. Ist ja nichts Schlimmes. Brauche ich mich auch nicht rechtfertigen. Was soll ich jetzt hier lang, oder wie? Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Ah, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft! Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind! Ich würde ihn ja gerne aufhalten. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Boah, was ist das für eine scheiß Kamera? Kann ich denn da nicht richtig lang gehen? Das Spiel ist gerade ein bisschen behindert. Wow, jetzt. Was mir jetzt so viel bringt. Was mir jetzt auch noch so viel bringt, hier so schnell zu sein. Alter. Was kannst du eigentlich? Ja, ich bin gerade ein bisschen genervt.
vom Spiel, von den Hintergrundgeräuschen, von allem. Nur vor allem vom Spiel gerade. Wo ist denn der hin? Da. Alter, willst du mich verarschen? Das Spiel kann einen schon ziemlich nerven. Hallo? Geh doch mal weiter, du Scheiß. Penner. Mein Gott. Deine Mutter ist ein Assassin. Wo ist der denn jetzt hin? Da, links. Oh, woher rum? Ja, du bist ein typischer Deutscher, ne? Ich habe mich doch aus dem Kopf befreit. Hallo. Junge, befrei dich doch, wenn ich den Befreiungsknopf drücke. Ist der behindert oder was? Weg mit dir. Ach komm. Ja, jetzt verliere ich auch noch wegen Pennermann. Dann nochmal. Es nervt einfach so. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder... Mach halt die Klappe und mach einfach weiter. Tut mir leid. Das ist wahrscheinlich für euch gerade scheiße, aber... Aus welchem Grund rennt er nur so? Einmal schon habt ihr... Wir müssten dem sein. Ich dachte, der wäre unter euch. Komm, spring jetzt raus. Kein Bock jetzt, den auch noch zu entkommen. Ich dachte, der wäre bei denen. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von Dächern und in Marktstände. Aber gut, fehlen darf jeder mal. Die gleich die Beine brechen, wenn du weiter redest. Wenn ich ihn wegen euch nochmal verliere, dann auf jeden Fall. Dann seit der Geschichte. Alter, hier, reg mich nicht auf. Noch bin ich nett. Noch. Gehen wir mal von hier. Dem Mörder entgegen. Ist der eine da runtergefallen? Wenn der hat... Gut, passiert mal, ne? Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht. Was hab ich denn gemacht?
Nein, bin ich nicht. Ja gut.